Der Typ von heute Morgen, der hieß... Siegbert Haashagen, geboren 1936, gestorben 2014. Die Trennung von vier Menschen. Da kommt man schon mal auf vier Beerdigungen im Monat. Und die anderen vier reiße ich ab, weil ich die Schuldgefühle loswerden muss, weil wir damals nicht geweint haben. Das kriegen wir schon hin. Wir stutzen dich schon auf das richtige Maß zurecht. Wie das richtige Maß an Beerdigung ist, leicht zu bestimmen für einen. Und glauben blind. Oh, wenn sie das singen, dann kenne ich kein Halten mehr. Erst letzte Woche, da habe ich wieder so viel geweint, dass die Witwe hinterher auf mich losgegangen ist, weil sie gedacht hat, ich bin die heilige Geliebte ihres verstorbenen Mannes. Ich hatte dann keine Zeit mehr, mich umzuziehen, zur dritten Stunde. Und ich musste pünktlich sein, schließlich haben wir eine Deutscharbeit geschrieben. Also saß ich dann da. Miriam ganz in Schwarz. Hört auf! Hört auf zu lügen! Hört auf mit dieser Komödie, mit dieser Maskerade! Weiß, dass ich nicht lache! Weiße Schleier, weiße Kleider! Was? Was wollt ihr euch damit beweisen? Weil die wissen, dass man sterben muss. Die verlangsamen, entschleunigen, machen früher Schluss in den Betrieben, lassen auch mal 5 gerade sein. Ob jetzt 69 oder 78 Einsatzminuten ist denen doch egal. Ich hatte ja schon einiges, so Bergmannskapellen, Polizeiklöre, Frauengesangsvereine, freiwillige Feuerwehren, Trachtengruppen und sogar meine Zimmermannsinnung. Aber noch keinen Doktor. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust mitzukommen? Das noch nie probiert, habe immer nur für mich allein getrauert. Also?